Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute habe ich mir mal eine neue Videoserie überlegt, resultierend aus einem Seminar heraus, welches ich online gegeben habe für einen kleinen Kreis von selektierten Premium-Kunden. Vorgestern war das. Und in dieser Videoserie geht es um die Angebotserstellung und da gehört eine ganze Menge dazu, dass du Sogwirkung erzielst, sodass dein Kunde oder dein potenzieller Kunde Interessent, ja, wenn du schon so weit bist, dass wir in Angebotserstellung sind, sorry, dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir Sogwirkung aufbauen, sodass dein Kunde unbedingt dein Angebot haben will. Ja, weil wir haben ja quasi vom Erstkontakt, vom Marketing, Werbung schalten, über Cold Calling, über Qualifizierungsgespräch, über meinetwegen kostenlosen Workshops etc. pp. Bis zur Angebotserstellung haben wir ja schon so viel investiert. Deswegen ist es genau hier so super wichtig, dass wir möglichst viele Angebote, die wir rausgeben, auch konvertieren. Und nicht so, wie ich das vielleicht vor 20 Jahren noch machen musste oder sollte oder nicht besser wusste, als ich meinen ersten Sales-Job Regional Sales Manager hatte für Hydrocline und letztendlich auch Partner war damals in Chester mit einer UK Canadian Company, wo wir Ölraffinerien beliefert haben, ja, damals und noch und mitten in der Irak-Krise. Und da ging es einfach nur darum, möglichst viele Angebote rauszuhauen. Heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Es geht darum, Sogwirkung, ja, aufzubauen, ja. Aber wie geht das? Dann haben wir hier als ersten Punkt, ganz, ganz wichtigen Punkt, den Kundennutzen als Basis nehmen für die komplette Angebotserstellung. Und das muss man sich wirklich nochmal, hier ins Gehirn reinbringen, das Ganze, denn es ist so unfassbar wichtig, sich das immer wieder und immer wieder zu bewusst zu machen, denn insbesondere in der IT-Branche gibt es sehr gute Verkäufer, die wiederum sehr gut sind, weil sie sehr technikaffin sind. Das heißt, sie haben sehr viel Ahnung oder sind zum Beispiel sehr begeistert von IT generell. Ja, das ist ja häufig auch so, dass du die Jobs gar nicht bekommst, wenn du gar nicht diese Affinität oder diese Begeisterung für Technologie hättest. Das heißt, du kommst oft oder Vertriebler, die nicht wirklich gut ausgebildet sind oder das passiert jedem, dass sie einfach euphorisch werden und in diese Feature-Falle reinlaufen. Ja? Und das ist hier die Feature-Falle. Ja? Und das ist letztendlich super geil, da kann man schön fachsimpeln, da kann man auch abends an der Bar nach einer Messe richtig gut Leute kennenlernen. Ja? Aber für den Verkauf, ja, scheiße. Ja, weil wir müssen schon versuchen, möglichst effizient hier vorzugehen. Wie gesagt, wir haben ja letztendlich Marketing-Investments gehabt und so weiter und so weiter. Deswegen, wir sind verpflichtet, im Verkauf möglichst viele Angebote auch zu konvertieren, die wir raushauen. Ja, und also wenn du, mit anderen Worten, wenn du eine Angebotskonvertierungsrate hast von 5% oder noch weniger, hast du in der Regel ein richtiges Problem. Also, das erste ist, Kundenbedürfnisse herausfinden. Das zweite, und ja, wie mache ich das, Kundenbedürfnisse herausfinden? Indem ich als zweiten Punkt die Brille, das ist, Achtung, super wichtig, die Brille des Kunden aufsetze. Ja, die Brille des Kunden aufsetzen. So, so wichtig. Und was gehört hier noch dazu? Ego. Runterfahren, nach unten. Dein eigenes Ego. Ja, runterfahren. Kundenbrille aufsetzen. Das heißt, es gibt so ein altes Apache-Sprichwort von so einem Indianerstamm. You don't know the people as long as you didn't walk in their shoes oder in their moccasins for 1,000 miles. Ja? Deutsch übersetzt, du kennst niemanden wirklich, bevor du ihn nicht in seinen Schuhen, also in seinen Moccasins,
mindestens 1000 Kilometer gelaufen bist. Ja? Und genau das Gleiche gilt auch im Vertrieb generell, ja, mit den Leuten, mit denen du ständig zu tun hast, sei es jetzt automatisiert, ja, abgebildet in deinem Funnel oder was auch immer. Aber es geht immer darum, durch die Brille deines Kunden, deiner Zielgruppe zu sehen. Es ist, meiner Meinung nach, wird dieser Punkt immer noch in der breiten Masse da draußen der Vertriebler einfach unterschätzt. Dann das Nächste, das haben wir auch schon sehr häufig, das wäre der dritte Punkt dann noch, Kundennutzen, das haben wir ja hier oben schon, aber hier nochmal betont, Kundennutzen statt Produktmerkmale. Das habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt. Ich habe es eigentlich gerade schon erklärt. Ich habe mir hier nur Notizen gemacht, na, wie man das eben so macht bei so einer Präsentation oder bei so einer Videoaufnahme. Jetzt habe ich letztendlich das, was ich mir da als Notizen, als dritten Punkt aufgeschrieben habe, letztendlich eben gerade schon erzählt. Also können wir uns gleich mal das Video schon wieder beenden. Nochmal kurz zusammengefasst. Was kann ich tun? Also wir haben jetzt das Thema Marketing erledigt. Da haben wir super Klickraten, Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben ein geiles Team, die Kaltakquise machen, uns geile Leads machen, uns geile DCs machen, Discovery Calls. Dann haben wir gute Inside Sales, Produktspezialisten, Sales Solutions Spezialisten, ja, und wie sie alle heißen, die dann letztendlich in die Erstgespräche reingehen, teilweise Analysegespräche machen, teilweise mehrstündige Deep Dive, kostenlose, unverbindliche Analyse-Workshops, um den Kunden an sich zu binden, um Vertrauen zu gewinnen, aufzubauen. Es kommt zur Produktdemo. Ja, auch das, wir haben den Kunden soweit Vertrauen aufgebaut, dass er uns seine Anforderungen, dass wir ein NDA unterschreiben natürlich, aber dass er uns seine Anforderungen schickt. Ne? Das sind ja teilweise auch Schwächen und Stärken der aktuellen Infrastruktur, der aktuellen Prozesse und so weiter, da gehört ja auch viel Vertrauen dazu, deswegen muss ein NDA her. Also auch das ist passiert, um letztendlich eine aussagekräftige Produktdemo durchführen zu können. Auch das bedarf einen Tag der Vorbereitung, 2-3 Stunden der Durchführung, mindestens 3, 4, 5, 6, 7 Leute teilweise müssen sich im Kalender diese 2-3 Stunden frei machen. Also da fließt schon so viel Energie, Zeit, ja, Investment in jeglicher Form, Zeit, Geld, Energie, ist da reingeflossen, von Kundenseite als auch von Dienstleister, Systemhausseite, dass wir jetzt in der Angebotsstellung sind. Wir schicken das Angebot weg, ja, und dann ist es unsere Pflicht als Vertrieb und Verkäufer, hier so weit Sogbrücken aufzubauen, dass wir möglichst viele Angebote eben dann auch konvertieren in zahlende Kunden. Und also idealerweise mehr wie 50%. Ja. Man muss natürlich realistisch bleiben, man muss aber auch genau schauen, in welcher Nische, Branche, Produkt und so weiter bewegen wir uns hier. 50% plus ist natürlich ein Top-Wert. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, in der IT-Welt sind wir selten alleine. Das kommt auch vor, klar. Aber häufiger als nicht alleine sind wir nicht alleine. Das heißt, da sind nur 2-3 Leute. Das heißt, rein statistisch gesehen werden wir nicht jeden Auftrag gewinnen. Aber 50% plus ist schon richtig, richtig geil. Also, in der Regel kommt nach der Angebotserstellung ja dann nochmal eine Runde der Diskussion, ja, und so weiter, weil wir reden hier teilweise von Angeboten, die sind relativ groß, ne, also fünfstellig ist da auch vorhanden, fünfstellige Angebote, wo wir uns da bewegen im Enterprise-Bereich, sind es aber eher dann schon sechsstellige Angebote, ja, und manchmal auch siebenstellig. Und je nachdem, ja, so, das war's. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen, nochmal dieses Thema rauszupicken, Angebotserstellung, wie können wir da mehr Conversion rausholen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Happy Hunting. Und wenn ich dir irgendwie jetzt die Inspiration gegeben habe, dass wir uns mal unterhalten, dann hier unten findest du den Link. Trag dich ein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, ciao.